You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, ich habe hier und willkommen zu einer weiteren Solo-Guide. Und zwar diesmal für Antorus, der brennende Thron. Das ist ja der letzte Schlachtzug, der noch mit Legion ins Spiel kam. Und mittlerweile sollte man den eigentlich auch schon solo schaffen. Wie genau das funktioniert, das zeige ich euch hier im Video. Ich zeige euch hier die mythische Variante. Lässt sich allerdings alles auch auf den Schlachtzugsbrowser, auf den normalen als auch auf den heroischen Modus anwenden. Und ja, mittlerweile sind alle Bosse da drin solobar. Auch wenn zum Beispiel in der mythischen Variante gerade Eona als auch Argus ein bisschen anspruchsvoller sind, allerdings mit ein paar kleinen Tricks funktioniert es da auch gleich auf Anhieb ein bisschen schneller. Als ersten Punkt erstmal, wie komme ich denn überhaupt nach Argus bzw. nach Antorus, also dem Schlachtzug selber? Dafür müsst ihr in Legion einige Dinge abgeschlossen haben. Als erstes solltet ihr natürlich Stufe 45 sein, was jetzt eigentlich die Maximalstufe in Legion ist. Allerdings, ihr wollt das Ganze ja solo machen, das heißt, ihr solltet eigentlich Stufe 60 sein, weil darunter ist es sowieso kaum möglich. Und welches Item-Level ihr braucht, darauf gehen wir gleich noch ein. Allerdings, um auf Argus selber zu kommen, müsst ihr erstmal ein paar Quests abschließen. Diese beschreibe ich euch hier nur in einer kurzen Übersicht. Wenn ihr wirklich eine Beschreibung braucht von Quest zu Quest, dann könnt ihr jederzeit in das Tutorial oder beziehungsweise meine Guide reingehen für die lichtgeschmiedeten Träne als auch für die leeren Elfen. Da seht ihr nämlich wirklich jede einzelne Quest, die ihr abschließen müsst, um Argus freizuschalten. Ansonsten gilt als erstes, wie gesagt, mindestens Stufe 45, aber zum Solo-Machen generell gehen wir von Stufe 60 aus, braucht ihr also einen Charakter auf der aktuellen Maximalstufe. Wenn ihr das besitzt, müsst ihr erstmal die Weltquests in Legion freischalten. Das schafft ihr, indem ihr bei allen Fraktionen in Legion, also bei den vier Base-Fraktionen plus Summa, also 5, erstmal die Rufstufe freundlich erreicht. Das schafft ihr, indem ihr die Zonen questet. Habt ihr das gemacht, dann könnt ihr euch einfach in die violette Zitadelle begeben und könnt dort die Quest abgeben. Habt ihr das bereits schon mal auf irgendeinem Charakter gemacht mit der Rufstufe, braucht ihr das nicht erneut machen, dann könnt ihr einfach generell in die violette Zitadelle gehen und könnt das instant abschließen und habt somit die Weltquest freigeschaltet. Habt ihr das gemacht, dann könnt ihr euch anschließend hier einmal zu Crassus Landeplatz begeben. Und zwar sollte sich dann hier, wenn man reinkommt, direkt ein paar NPCs befinden, inklusive Khadgar selber. Sollten diese nicht da sein nach dem Freischalten der Weltquest, einmal aus und wieder einloggen, dann kriegt ihr nämlich erstmal die Questreihe rund um den Broken Shore, also um die verheerte Küste. Und diese müsst ihr dann freischalten mit dem Szenario, das dauert ca. 5 bis 10 Minuten. Habt ihr dieses Szenario abgeschlossen, braucht ihr unten keine weitere Quest erledigen, sondern begebt euch wieder zurück nach Dalaran. In Dalaran geht es wieder in die violette Zitadelle und dort kriegt ihr dann eine Quest, wenn ich mich nicht täusche, heißt sie Hand von Argus und diese bringt euch dann ganz einfach nach Argus. Das heißt, der könnt ihr dann ganz einfach folgen. Habt ihr das also freigeschaltet, dann könnt ihr in Zukunft in Dalaran an Crassus Landeplatz, also am Flugpunkt, hier ganz einfach mit dem lichtgeschmiedeten Signal interagieren und das bringt euch dann schlussendlich nach Argus. Da könnt ihr einfach draufdrücken, seht ihr schon die Karte hier, Eredav, Krokun und Antorische Ödnis. Und in der Antorischen Ödnis selber befindet sich der Schlachtzug. Und zwar nicht, wie man denkt, hier über die Brücke drüber beim Main-Eingang, sondern hier drüben, wo wir uns gleich auch nochmal den Eingang ansehen. Allerdings stellt sich natürlich zuerst die Frage, es gibt ja auch einen Schlachtzugsbrowser. Wie komme ich denn da überhaupt rein? Die Schlachtzugsbrowser-Variante, also LFR, könnt ihr natürlich auch immer noch besuchen. Und zwar befindet sich der NPC dafür ganz simpel in Dalaran, also in Dalaran von Legion. Und hierfür müsst ihr einfach nur in die Nähe der violetten Festung gehen, denn dort befindet sich auf der rechten Seite einmal ein NPC. Dieser nennt sich Erzmagier Timea oder Timea. Den könnt ihr dann ganz einfach anreden und dann seht ihr hier schon die verschiedenen Varianten des Schlachtzugsbrowsers. Das Add-on, was mir hier so schön anzeigt, dass man auch sieht, welche Bosse noch zur Verfügung sind, beziehungsweise in welchem Abteil welche Bosse hier rechts zur Verfügung stehen, das ist LFR of the Past. Kann man sich einfach runterladen und dann sieht man hier die jeweiligen Bosse direkt schöner, wenn man jetzt von irgendeinem spezifischen Boss noch irgendwas brauchen sollte. Die Wings für Antorus selber ist hier einmal Lichtbresche, das ist einmal verbotener Abstieg, Hoffnungsbrüche und Sitz des Pantheons. Auch hier könnt ihr ganz normal wie bei einem Raid-Lockout einmal die Woche reingehen und euer Glück für die Items, die ihr haben wollt, probieren. Damit befinde ich mich also schon direkt vor dem Eingang für Antorus, der brennende Thron. Wie gesagt, der befindet sich ganz einfach auf Argus in der Antorischen Ödnis, wenn man sie freigeschalten hat und kann sich dann hier in die Teufelsfeuer-Waffenkammer begeben oder beziehungsweise davor, wo wir hier dieses Loch sehen, mit einmal dem Portal. Und da sehen wir schon jede Menge Leute immer vorbeilaufen, die sich hier einmal reinbegeben. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr ganz einfach anpassen, indem ihr hier Rechtsklick auf euer Porträt macht und unter Schlachtzugsschwierigkeitsgrad hier entweder normal, heroisch oder mythisch auswählt. Wenn ihr hier zum Beispiel
Beispiel heroisch auswählt, könnte man hier noch 10 oder 25 Spieler auswählen. Das spielt aber für die Schlachtzüge aus Legion keine Rolle. Das heißt, es ist egal, was hier eingestellt ist. Wichtig ist nur normal, heroisch oder mythisch. Den Schlachtzugsbrowser, wie gesagt, den melden wir in Dalaran an. Dann stellt sich die Frage, was braucht denn circa für ein Item-Level für die jeweiligen Schwierigkeitsgrade? Für den Schwierigkeitsgrad von Normal empfiehlt sich eine Gegenstandsstufe von in etwa 200 um den Dreh. Das sollte eigentlich locker machbar sein mit dieser Gegenstandsstufe. Für Heroisch würde ich eher so Richtung 220, 230 um den Dreh gehen, was mittlerweile in Season 3 sowieso relativ simpel zu bekommen ist. Und für die mythische Variante, gerade für die letzten paar Bosse, sollte ihr ein bisschen höheres Item-Level bringen. Ich habe es das erste Mal solo gemacht mit 240. Mittlerweile haben meine Twinks meistens so um die 260 PvP-Gear um den Dreh rum. Das sollte eigentlich relativ simpel machen. Sein dann mit diesem Item-Level. Jetzt stellt sich natürlich nur noch eine Frage, und zwar, warum geht man überhaupt an Taurus? Was kann ich denn da drinnen überhaupt bekommen? Und zwar in Antorus gibt es einige sehr, sehr begehrte Items. Die zwei wichtigsten davon schauen wir uns erstmal direkt an, und das sind zwei Vorlagen. Und zwar einmal ein Zweihandschwert, und zwar nennt sich das Teshalach. Das ist dieses Schwert hier. Dieses Schwert droppt vom vorletzten Boss Agrama, und zwar in jedem Schwierigkeitsgrad. Ist also egal, ob ihr euer Glück versucht in der LFR-Variante, in der NHC, HC oder mythischen Variante. Wenn ihr es wirklich tryharden wollt, natürlich jede Woche alle Varianten gehen. Aber das ist ein sogenanntes Push-Bonus-Item. Das heißt, solltet dieses droppen, dann lootet ihr es nicht raus, sondern ihr killt den Boss und es blinkt direkt am Bildschirm auf, dass ihr dieses erhalten habt. Das heißt, wenn ihr die Chance drauf haben wollt, könnt ihr das natürlich mit allen Rüstungsklassen probieren, die Zweihandschwerter tragen können. Das sind natürlich der Paladin, der Krieger, der Jäger unter anderem auch, kann auch immer noch Zweihandschwerter tragen. Als auch zum Beispiel der Todesritter, wo man halt die Chance hat, dieses Zweihandschwert zu erhalten. Es gibt außerdem noch eine Waffe, die hier sehr begehrt ist, und die befindet sich unter Stangenwaffen, und das sind zwei verschiedene Varianten der Sichel des Zerrütters. Das ist diese Sichel hier, und diese Sichel wiederum, die gibt es vom Endboss, also Argus selber, und zwar die blaue Variante aus allen vier Schwierigkeitsgraden. Das heißt, egal ob LFR, NHC, HC oder Mythic, die blaue Variante kann in allen Schwierigkeitsgraden droppen und können wieder alle gedroppt bekommen als Push-Bonus-Loot. Das heißt, müsst wieder nicht looten dafür, sondern es blinkt wieder direkt am Bildschirm einfach auf als Item. Und das kann natürlich alles tragen, was Stangenwaffe tragen kann. Das heißt, ebenfalls Jäger, Krieger, Paladin, Mönch zum Beispiel kann die Stangenwaffe, Druide kann auch Stangenwaffen tragen. Das heißt, dort hätte er überall die Chance, dass diese Stange schlussendlich droppen kann. Diese gibt es auch noch in einer anderen Variante, und zwar in der roten Variante. Und die rote Variante, die kann ebenfalls für dieselben Klassen droppen, allerdings nur in der mythischen Variante. Möchtet ihr also die rote Variante davon, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als euer Glück in der mythischen Variante dort drin zu probieren. Und dann haben wir natürlich nicht nur diese zwei Waffen, die es zu erbeuten gibt, sondern es gibt auch noch zwei sehr begehrte Reittiere aus dieser Schlachtzugsinstanz. Und die können wir uns ebenfalls einmal ansehen. Das erste Reittier ist der antorische Aschenhund. Der droppt vom dritten Boss, also von Shatuk, den zwei Hunden. Wenn man diese besiegt, ist immer eine Chance, dass, wie gesagt, Push-Bonus-Loot aufploppt und ihr das Reittier einfach erhaltet. Auch das kann wieder in allen vier Schwierigkeitsgraden droppen, das heißt, egal ob LFR, NHC, HC oder Mythic, ihr könnt das in allen Schwierigkeitsgraden erbeuten, beziehungsweise euer Glück probieren pro ID. Das zweite Reittier, das es ebenfalls noch gibt, das ist der gefesselte Ursul. Der gefesselte Ursul droppt nur in der mythischen Variante und nur vom Endboss selber. Zu Legion war dieser 100%, weil während der Raid aktiv ist, sind diese mythischen Reittiere immer zu 100%, und sobald der Raid nicht mehr der aktuellste Raid ist, dann wird diese Drop-Chance natürlich nach unten verringert. Aber alles in allem habt ihr hier die Chance, diese, Greifen-Bestie, Mutant, was auch immer, zu erbeuten, wenn das denn Reittier ist, was euch gefällt. Gerade für meinen Warlock habe ich das öfter mal drin, weil es doch irgendwie recht so hexenmeistermäßig unterwegs ist. Deswegen, wenn ihr das natürlich haben wollt, könnt ihr ebenfalls euer Glück da drin probieren. Das letzte, was es da noch gibt, das sind natürlich die Sets aus Antorus selber. Und zwar, wenn ihr einfach ein bisschen runter scrollt, dann befindet sich hier Antorus, der brennende Thron. Und dort könnt ihr ebenfalls die verschiedenen Schwierigkeitsgrade ansehen, wie zum Beispiel LFR, normal, heroisch, als auch mythisch. Und dort könnt ihr dann ganz einfach diese Set-Teile erbeuten, um eventuell das ein oder andere neue Transmog-Item für eure Klasse abzustauben. Und damit befinden wir uns also in der Schlachtzugsinstanz selber, und zwar ganz am Anfang. Ich zeige euch, wie gesagt, den kompletten Raid an einem Stück hier, damit ihr seht, wo ihr hinlaufen müsst und wie es denn überhaupt weitergeht. Am Anfang sind wir natürlich an der Lichtbresche, direkt beim eingezeichneten Portal, wo wir hier einmal rauskommen. Und auch noch erwähnenswert wäre die Quest von Hochexarch Turalion. Diese Quest ist nämlich wieder eine Skip-Quest. Das heißt, wenn
wenn ihr hier die Passierrunen sammelt, das seht ihr hier schon von Imona, dem Seelenjäger, dann, wenn ihr viermal drinnen wart und vier von diesen Runen erbeutet habt, könnt ihr in Zukunft nur den ersten Boss legen und könnt dann anschließend direkt den Teleporter benutzen, damit ihr euch zu den letzten zwei, also Akramar als auch Argus, teleportieren könnt, wenn ihr zum Beispiel nur die Sichel und das Schwert farmen möchtet oder zum Beispiel nur das Reittier selber von Argus in der mythischen Variante haben möchtet. Diese Skip-Quest gibt es in jedem Schwierigkeitsgrad, außer logischerweise dem LFR, weil dort könnt ihr ja sowieso nach vorne teleportieren. Das heißt, wenn ihr das abschließen möchtet, dann natürlich auf jeden Fall annehmen, damit ihr das dann jede Woche hier machen könnt. Auch noch ein guter Tipp ist, eigentlich den Trash hier zu legen, denn der Trash hier hat eigentlich ziemlich teure BOEs. BOE heißt Bind on Equip, das heißt beim Anlegen gebunden, Items. Und diese Items könnt ihr natürlich im Auktionshaus verkaufen und besonders beliebt sind zum Beispiel die Hosen einmal vom Kriegerset, denn diese Kriegerhosen, die gibt es für alternative Sets. Also wenn man jetzt Todesritter oder Paladin ist, gibt es diese nicht als Boss-Drop, sondern wirklich nur als Trash-BOE und daher gehen die eigentlich relativ teuer weg, meistens so irgendwo zwischen 50.000 bis 200.000, was so ein paar dieser Hosen wert ist. Außerdem zum Beispiel die Armschienen für das Todesritter-Set gibt es ebenfalls hier, das heißt, da kann man auf jeden Fall immer den Trash hier erledigen. Aufgrund des Videos schaue ich natürlich, dass ich ein bisschen schneller durchkomme, damit ich nicht eure ganze Zeit hier verschwende. Man kann nämlich hier auch einen großen Teil vom Trash einfach skippen auf Level 60. Man sieht schon, man kann eigentlich easy peasy hier vorbeilaufen. Man muss nur einzelne gewisse Mobs erledigen, die dafür da sind, um die Boss-Events selber zu starten. Wie zum Beispiel hier den Vernichter der Garotti. Das ist nämlich nicht der Boss selber, sondern das ist erstmal ein Trash-Mob, den wir hier erledigen müssen. Die komischen grünen Dinger hier brauchen wir mittlerweile nicht mehr sorgen, weil das macht eigentlich so gut wie gar keinen Schaden mehr. Das heißt, da braucht ihr euch irgendwie nicht fürchten, dass da irgendwas Gröberes passiert. Das gilt generell eigentlich für fast alle Mechaniken bei den Bossen, außer einer spezifischen bei Eona. Ansonsten ist das eigentlich überall relativ simpel. Dann haben wir hier also schon den ersten Boss. Der braucht ganz kurz, bis er schlussendlich aktiv wird. Ansonsten Tipp noch, wenn ihr irgendwo Probleme haben solltet. Mit Klassen, die jetzt nicht über Kampfrausch verfügen, könnt ihr dann natürlich jederzeit Trommeln mitnehmen. Denn man sieht schon, die Bosse hier haben relativ viel HP. Deswegen fangen wir hier auch direkt mal mit dem Encounter an. Man merkt aber relativ schnell, dass die Bosse selber nicht sehr viel Schaden austeilen. Zumindest ein paar gewisse. Und man sieht ja auch schon, die Soaks, die es hier gibt, sind relativ egal. Die erste Mechanik, was wir haben, das ist Teufelsbombardement und das ist eigentlich ein Tank-Debuff, den man hier im Kreis ziehen sollte und dann schlägt das hier ein und man wird normalerweise nicht getroffen. Da wir das halt zu spät gezogen haben, knockt es uns halt einfach ein paar Mal in die Luft. Das ist jetzt aber nicht so tragisch. Wenn man es wirklich spielen möchte, könnte man Mobility benutzen und das Ding halt irgendwo einfach ablegen. Das heißt, wenn man hier relativ fix war, jetzt war ich wieder zu langsam. Das heißt, wenn man hier ein bisschen fixer ist, dann sieht man schon, dann schlägt das eigentlich hinter mir hier ein und dann könnte ich das einfach irgendwo im Kreis entlang kiten. Alles in allem könnt ihr das aber ganz einfach ignorieren, weil ihr kriegt nicht wirklich viel Fallschaden dadurch. Habt ihr einen Prozentsatz von 66 erreicht, dann sollte er eigentlich ganz kurz übergehen in die zweite Phase. Und die zweite Phase ist normalerweise davon erkennbar, dass man eigentlich die Kanonen spielen sollte. Das Problem ist, dass der Encounter durch den zu hohen Damage, den wir mittlerweile verursachen, sehr oft zu einem Bug führt. Das heißt, gerade wenn ihr in der LFR oder NHC-Variante drinnen seid, kann es sein, dass sie so viel Schaden macht, dass er zum Beispiel dazu kommt, dass eine dieser Kanonen direkt kaputt geht. Dann kann es sein, dass der Bossfight ganz kurz stecken bleibt, so irgendwie 10 bis 30 Sekunden. Das passiert leider ein paar Mal. In der mythischen Variante eher unwahrscheinlich, aber gerade im LFR, im NHC und HC ist es sehr wahrscheinlich, dass er so viel Damage anbringt gegen den Boss, dass er sich dann so nach vorne lehnt, ihr killt die zwei Kanonen und dann macht er zum Beispiel erstmal nichts mehr. Zum Beispiel jetzt wäre er wieder in dem Modus, weil gerade eben habe ich sie so schnell gekillt, dass man es nicht mal gesehen hat. Aber wenn man diese Kanone killt, dann würde normalerweise eine Mechanik aufhören, aber in dem Falle im mythischen Variante geht es eigentlich, dass man nicht so schnell ist, außer man ist jetzt irgendwie 280 Item Level oder so irgendwas um den Dreh. Dann sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus. Aber ansonsten können den Boss eigentlich alle Mechaniken ignorieren, denn jede Klasse verfügt mittlerweile über irgendeine Art von Self-Healing, die bei dem Tank-Debuff ein bisschen weiterhelfen kann. Das heißt, der Tank-Debuff hier Teufelsbombardement was und so in die Luft kickt, ist das Einzige, was hier ein bisschen Schaden macht. Und da habt ihr ja sowieso immer irgendwas. Als Schurke habt ihr Fiole, als Magier habt ihr eure Schilder und so weiter, als Krieger, als Furorkrieger habe ich Blutdurst oder was auch immer. Das
Das heißt, man verfügt immer über irgendeine Art und Möglichkeit, dass man das gegenheilen kann. Dann sehen wir hier schon, hier droppen immer 5 Gegenstände raus. Diese Gegenstände sind nicht Personal Loot. Das heißt, es kann alles droppen für alle Rüstungsklassen. Unter anderem leider auch Relikte. Und diese Relikte bringen euch als Transmog nichts, weil die sind ja eigentlich nur dafür gedacht, für die Artefaktwaffe, da es ja in Legion keine Waffen in dem Sinne gab. Wenn ihr diesen Boss ansonsten down habt, könnt ihr dann hier einfach dem Weg hinunter folgen. Und auch hier wieder, man kann tatsächlich manche dieser Trash-Mobs einfach skippen, wenn man nicht gerade in Slow-Motion vorbeigeläuft, wie ich zum Beispiel ganz am Anfang, dann sollte man die eigentlich gar nicht aggroen. Ansonsten, gerade bei der Trash-Gruppe hier vorne kann es sein, da ist ein Mob dabei. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist der kolossale Vernichter. Wenn ihr den pullt und einfach weiter reitet, kann es sein, dass er euch zwischendurch immer wieder zurückzieht. Ansonsten seht ihr hier auch noch diese Grütze am Boden. Wenn er diese nicht berührt, dann spawnt auch kein Mob. Zum Beispiel, wenn wir hier kurz demonstrieren, wenn ich hier reinlaufe, dann fällt hier automatisch so ein Trash-Mob runter. Das heißt, wenn er hier BOEs farmt, dann natürlich sehr hilfreich. Wenn ihr das allerdings nicht machen wollt, dann einfach ignorieren. Jetzt schon mal, solltet ihr den Skip schon abgeschlossen haben im NHCHC Mythic, dann könnt ihr hier einfach links abbiegen, denn dort unten hinter dieser Säule befindet sich ein Teleporter, zu dem wir später nochmal hinkommen. Solltet ihr den schon haben, könnt ihr euch da nämlich einfach zum brennenden Thron teleportieren. Ansonsten gehen wir hier einmal an den ganzen Gegnern vorbei und laufen hier geradewegs durch und finden dann hier eigentlich den nächsten Boss. Allerdings, wie man hier schon sieht, dieser Boss geht ab und zu immer wieder mal spazieren, das heißt, ihr müsst eventuell kurz warten, bis er wieder da ist. Wir sehen nämlich, Fark sitzt da gerade oben und der andere Hund springt irgendwo anders durch die Gegend. Deswegen einfach ganz kurz warten, bis die Bosse dann schlussendlich hier wieder drinnen im Raum stehen, damit wir sie dann auch pullen können. Genau, sehen wir schon, beide Bosse sind wieder da. Einmal Shatuk und einmal der gute Fark. Wenn man das alleine macht, dann ganz, ganz wichtig, man muss darauf achten, dass beide gleichzeitig sterben. Ich demonstriere euch hier jeden Boss in der mythischen Variante. Das seht ihr nochmal rechts oben an der Minimap anhand von dem etwas anderen Kopf und dem 20er hier darunter. Das heißt also, die mythische Variante ist, aber es bleibt für NHC und Co. alles gleich, außer dass sie weniger HP haben. Ansonsten einfach beide aufeinander ziehen und beide gleichzeitig runter DPSen. Entweder könnt ihr darauf achten, auf die Nameplate selber, das heißt auf die roten Balken über ihnen, welcher Mob denn wie viel HP hat, oder ihr achtet unter eurer Minimap, wenn ihr mit dem Standard-Interface spielt, einfach darauf, welcher hier gerade wie viel HP hat, und ich kann auch hier über die Minimap oder beziehungsweise unterhalb der Minimap jederzeit die Mobs hier anvisieren. Manchmal kann man nicht angreifen, man sieht schon, da wird man ab und zu hochgezogen, dann kommt hier Verderbnis entziehen, alles macht hier eigentlich schon ein bisschen mehr Schaden, man sieht, dass ich tatsächlich hier runter droppe. Wir schauen mal, wenn ich absolut gar keine Heilung drücke, außerhalb von Blutdurst, ob wir denn wirklich low genug droppen würden, wenn wir hier auch nicht irgendwie ganz schnell unsere Rotation fahren, sondern nur so ganz gechillt, einfach nur um es ein bisschen leichter zu demonstrieren gerade, dass man hier nicht wirklich so viel Self-Healing braucht. Dann sollte das eigentlich relativ gut machbar sein. Aber wie gesagt, jede Klasse hat irgendwas. Man hat da innen drinnen beim Schurken auch noch Defensives, die man jederzeit ziehen könnte, damit man da nicht allzu schnell halt runterdroppt. Und man sieht schon, selbst wenn ich hier ganz, ganz langsam Schaden mache, geht es sich eigentlich gerade noch schön aus, ohne dass ich irgendwas ziehen muss. Außer wenn wir halt zu low droppen, dann werden wir natürlich was ziehen, damit das Video hier nicht zu lange wird. Aber ich will das nur ein bisschen demonstrieren, dass es relativ simpel machbar ist. Denn die ersten Bosse, die haben wirklich noch nicht viel drauf, worauf ihr viel achten müsst. Außer dass, wie gesagt, die zwei hier ziemlich zeitgleich sterben sollten, damit sie dann auch schlussendlich tot bleiben. Denn ansonsten sehen wir schon, casten sie hier dunkle Rekonstruktion. Und wenn sie das durchkriegen, dann stehen sie circa mit 20% HP nochmal auf. Ansonsten können wir hier wieder reinlooten. Sehen schon, hier in dem Fall hätten wir zum Beispiel auch ein Ketten-Item bekommen, auch wenn ich zum Beispiel mit einem Plattenträger drinnen bin. Haben wir diese zwei Bosse down, gehen wir nicht nach vorne, sondern wir müssen nochmal zurück. Und zwar müssen wir jetzt einmal hier dem Weg nach links hoch folgen. Ich weiß, der Anfang hier ist ein bisschen kompliziert, vor allem wenn man dann hier auch noch anfängt zu adden. Aber wir müssen dann einmal nach links hoch und da müssen wir tatsächlich ein bisschen Trash spielen, denn ansonsten kommen die Teleporter nicht, die wir benötigen. Das heißt, wenn wir jetzt hier links raufgehen, dann nicht hier die rechte Abzweigung nehmen, auch wenn hier vorne schon der Roboter leuchtet. Aber wir müssen einmal hier auf die linke Seite rüber. Und hier müssen wir einmal diese Trash-Gruppe spielen. Denn wenn wir die nicht spielen, dann sehen wir hier vorne, ist kein Teleporter da. Sobald sie down sind, schlägt hier direkt so eine lichtgeschmiedete Kriegspanzerung ein. Und dann können wir uns hier ganz simpel mit dem Teil nach vorne teleportieren und können dann geradewegs nach vorne laufen. Da kann man wirklich nicht wirklich vorbeilaufen. Man sieht schon, geht einfach nur geradewegs rein und da finden wir dann einen Aufzug. Auch hier wieder, wenn wir aus Versehen die Kriegspanzerung anklicken, dann fliegen wir hier wieder zurück. Das wollen wir gerade nicht. Ihr könnt auch hier normalerweise wieder den Trash skippen, indem ihr ganz am Rand vorbeirennt. Das gleiche gilt hier für drinnen. Wenn er sie nicht wirklich unbedingt legen möchte, dann könnt ihr natürlich hier auch halbwegs skippen. Gerade mit den Teleports, die es halt so gibt, kann man halt eh überall ran vorbei.
Und wenn wir uns dann hier einmal durchgesneakt haben, dann befindet sich hier vorne ein Aufzug. Und den Aufzug, da sollten wir ebenfalls den Mob hier nochmal umhauen, damit der Aufzug hier auch normalerweise runterfährt, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen schauen, dass er auf jeden Fall den guten Klobex hier umballert. Und wenn dieser down ist, dann hier warten. Und ganz, ganz vorsichtig sein, denn der Aufzug bringt euch um, wenn er drunter steht, okay? Das heißt, solltet ihr hier unterhalb der Plattform stehen und der Aufzug berührt euch, dann seid ihr instant tot. Deswegen nicht den Aufzug berühren, sondern einfach nur chillen, bis er euch dann irgendwann nach oben gefahren hat. Oben angekommen, einfach hier vom Aufzug einmal runterspringen und dann können wir hier eh schon nach oben gehen. Und hier befindet sich dann Admiralin Svirax und dem Admiral, wie heißt es nochmal, das antorische Oberkommando. Hier ebenfalls ist eigentlich einer der einfachsten Bosse oder der einfachste Boss schlussendlich, was ich hier drinnen sagen würde. Deswegen einfach rein, direkt polen, spawnt hier immer wieder mal Trash-Mobs und je nachdem, wie lange ihr braucht, aktiviert sie dann noch verschiedene Mechaniken. Das heißt, sie geht dann zum Beispiel weiter zur nächsten Kapsel und würde dort drüben dann weitermachen. Normalerweise kommt man nicht so weit. Ich glaube nicht, dass ich schon mal geschafft hätte, dass wenn ich hier normal spiele, dass ich überhaupt dazu komme, dass sie nochmal weitergeht zu einer der kommenden Kapseln. Aber ansonsten würden dann noch so, ja, so Schildgeneratoren und so weiter kommen, die man dann killen sollte und so. Aber normalerweise sind hier einfach nur die ganzen Bomben am Boden. Es spawnen immer wieder die Ads in der ersten Phase und diese Ads, die kann man ganz einfach oben hauen. Man wird hier immer wieder gestunt von dem Debuff, den man bekommt und das war's eigentlich schon. Das Einzige, was ihr nicht machen dürftet, solltet ihr mit zwei Spielern drinnen sein, ist in diese Kapseln hier einzusteigen. Die sind nämlich eigentlich dafür da, für die Boss-Mechanik, mit der man hier zusätzlich Schaden macht. Wenn ihr alleine seid und da reingeht, setzt ihr allerdings den Boss einfach zurück. Das heißt, er resettet einfach. Und wenn ihr zu zweit drinnen seid, ist es einfach nur ein Damage-Verlust, der sich ganz simpel nicht lohnt. Normalerweise würde man dann drüben in die Kapsel des Ingenieurs einsteigen und einen Schildgenerator kurze Zeit stellen, damit man den Einschlag überlebt. Der sollte eigentlich auf Level 60 aber auch so wenig Schaden machen, dass es nicht relevant wäre, da überhaupt einzusteigen. Man sieht schon, ich fahre hier nur so halbherzig meine Rotation gerade, um halt ein bisschen weniger Damage zu machen. Man darf nämlich nicht vergessen, man hat hier drinnen Damage Scaling. Das heißt, ich fahre nicht normalerweise 55.000 DPS. Das ist natürlich nur durch das Damage Scaling hier drinnen gerade. Ich mache hier mit Auto-Hits schon irgendwie 20.000er Hits. Aber rein zum Demonstrieren, seht ihr schon, wenn ich wirklich komplett AFK bin bei dem Feind, dann sehen wir, dann kommt der nächste Ingenieur und dann würden die ein, drei halt einfach einsteigen und dann geht es halt mit ihm hier weiter. Und das gleiche geht dann immer weiter, das heißt, als nächstes würde man dann hier zur Kapsel des Generals kommen, so lange, bis der Boss dann irgendwann down ist. Jetzt können wir sogar nochmal schauen, ob das vielleicht ein bisschen Schaden macht, wenn dann der Einschlag hier kommt, aber ich glaube, das war gerade schon der Einschlag. Das heißt, wir sind hier eigentlich eh gerade gar nicht gedroppt. Sollte also eigentlich kein Problem sein. Die Minen hier sind eigentlich, glaube ich, auch egal. Genau, die verfehlen eigentlich eh immer, wenn man da reinrennt. Und ansonsten spammt er hier die ganze Zeit nur die Schockgranaten. Genau, jetzt kommt die hier. Einmal der Beschuss. Aber wir sehen schon, normalerweise würde man hier den Schildgenerator stellen. Aber es macht halt alles keinen Schaden mehr. Es macht halt mittlerweile alles keinen Schaden mehr. Da braucht ihr es also nicht drum kümmern. Ansonsten einfach Boss hier überfahren. Und wenn wir den dann schlussendlich down haben hier drinnen, dann dürfen wir natürlich mit dem Aufzug dann gleich wieder nach unten fahren. Und auch hier droppen normalerweise wieder 5 Items einfach raus. Das heißt, wenn wir den hier down haben, können wir vorne wieder reinloaden, weil sie ist eigentlich der Main-Boss. Da sehen wir noch den anderen einmal rausdroppen. Und wenn wir sie down haben, dann sehen wir schon 5 Items wieder parat. Zweimal Platten-Item, Stoff-Item, zum Beispiel den Hexenmeister obenhang, als auch ein Relikt. Dann kann man hier auf zweierlei Wege zurückgehen. Und zwar, Weg Nummer 1 ist natürlich einfach mit dem Aufzug runterzufahren und wieder rüber zu laufen. Weg Nummer 2, der schnellere Weg ist, man springt hier einfach in den Tod. Warum? Das sehen wir gleich. Man hat dann zwar Rep-Kosten, aber man kann hier einfach den Geist freilassen und spawnt dann direkt hier vorne draußen. Das heißt, ich bin eigentlich schon wieder bei Weitem weiter vorne und erspare mir dadurch einfach ein bisschen Zeit, was ich halt an Laufzeit nicht unbedingt brauchen würde. Dann können wir mit dem Teleporter wieder zurück auf die andere Seite. Das Konstrukt, also die lichtgeschmiedete Kriegspanzerung, die drücken wir nicht an, sondern jetzt befinden wir uns hier drüben und laufen einmal wieder alles zurück hoch, denn jetzt kommen wir zu den nächsten zwei Bossen und da ist einmal Iona mit dabei. Das ist ja das, was für viele wahrscheinlich sehr, sehr interessant ist. Und dann können wir hier einmal den Trash legen, den könnte man sonst ebenfalls wieder skippen. Aber man muss hier dann vorne einmal in das Portal gleich reingehen, deswegen ist es nicht so tragisch, wenn wir den hier gleich killen. Und wenn wir dann hier vorne angekommen sind, können wir das Portal anklicken und dann sind wir hier in einem neuen Raum. Da geht es links einmal zu Elunaria, also zu Iona als Bossfight. Wir machen zuallererst aber noch zu die Portalhüterin Hazabel.
Das heißt, wir killen hier einmal ganz fix den Trash. Und wenn wir den Trash erledigt haben, dann können wir hier nach vorne pushen. Den Trash könnte man natürlich auch wieder ganz einfach skippen. Ich weiß nicht warum, aber so gewisse Parts vom Trash mache ich immer mit. Das ist, hat sich irgendwie so eingeprägt, dass ich die mache. Und manche skippe ich irgendwie gefühlt immer. Sonst sehen wir schon, haben wir aus Versehen gepult nochmal. Und dann können wir hier vorne einmal reingehen, wenn wir den hier down haben. Bei ihr gibt es sogar eine Wipe-Mechanik, an der man drauf gehen kann. Das ist aber nur, wenn man einfach zu langsam ist und einfach nicht rausmoved. Denn die gute Portalhüterin Hasabel hat mehrere Knockback-Mechaniken. Das heißt, sie hat Mechaniken, die uns zurückkicken. Und das ist einfach nur dieser grüne Strahl am Boden. Das heißt, im Idealfall weichen wir dem immer aus, auch wenn er eigentlich ziemlich oft verfehlt mittlerweile auf der Maximalstufe. Aber normalerweise sollte man rausgehen. Die schwarze Grütze am Boden, die tut uns eigentlich so gut wie gar nicht mehr weh. Da brauchen wir gar nicht rausmurfen. Wir sehen schon, wenn das explodiert, verfehlt einfach. Ansonsten kommen hier noch so kleine Wichtel aus dem roten Portal. Diese könnte man nebenbei killen. Die haben halt so gut wie keine HP. Casten ansonsten so eine Explosion, die uns eigentlich auch komplett egal ist. Und da sehen wir schon, diese grünen Streifen, die kicken uns zurück, wenn der Einschlag kommt. Das heißt, idealerweise geht da einfach immer so einen Meter auf die Seite, damit ihr euch das gar nicht erst trifft und dann habt ihr es eigentlich schon ausgespielt. Es kann allerdings sein, dass selbst wenn ihr drinnen steht, dass euch die ganze Mechanik einfach verfehlt und ihr gar nichts davon abbekommt, beziehungsweise ihr gar nicht zurückgekickt werdet. Dann war da einfach lucky. Das sollte eigentlich zu 90% der Fälle auftreten, weil man halt Level 60 ist. Es verfehlen halt diese Mechaniken öfter mal. Aber wenn man drinnen steht und relativ knapp am Rand steht, dann kann es schon sein, dass man runtergekickt wird. Wir stehen mal drinnen und schauen mal. Genau, sieht man schon. Da fliegt man dann einfach so ein Stückchen weg. Ansonsten, ja, man braucht hier wirklich nur so einen Millimeter rausgehen. Wenn man nicht am Rand dabei steht, dann ist es eigentlich schon wieder fein. Und dann braucht man sich keine Sorgen machen. Ein Ding, was ihr hier nicht machen solltet, ist in diese Portale reinzugehen. Die Portale waren eigentlich die Main-Mechanik für diesen Bossfight hier. Die sind aber mittlerweile komplett egal. Ihr solltet da gar nicht reingehen, denn ansonsten wartet der Boss auf euch oder kann im schlimmsten Fall überhaupt resetten. Und das wäre natürlich nicht gut. Und ja, das war's dann eigentlich schon mit dem, mit allen Mechaniken, was hier drinnen passiert, weil normalerweise schnappt man sich dann halt oben einmal den Boss, der da oben ist, und wenn man sie nicht killt, dann sieht man dieses Pulsieren, das macht einfach nur mal Flächenschaden hier unten, aber wir sind immer noch auf 100%, das heißt, die Fähigkeiten, die hier reingehen, die sind uns eigentlich alle komplett egal, da die zu niedrig skalieren. Und wenn wir sie down haben, wieder reinloten, unser Glück probieren. Hier sehen wir wieder, haben wir einmal Kette, haben wir einmal Leder und dann haben wir hier noch zwei Relikte am Start. Jetzt geht's zum Boss, was wahrscheinlich die meisten interessieren wird, und das ist, Iona. Iona ist nämlich solo machbar. Da kam es nämlich zu einigen Missverständnissen die letzten Wochen, deswegen habe ich das Video eigentlich gemacht, weil sehr viele Leute immer gefragt haben, ob Iona eigentlich solo machbar ist, und ja, sie ist solo machbar. In der LFR, normalen und heroischen Variante, sogar sehr, sehr einfach. In der mythischen Variante auch einfach, allerdings darf man halt nicht einschlafen dabei, denn man muss die ganzen Mechaniken spielen, aber es wurde so gebufft, dass man bei Weitem schneller an diese Aufladungen kommt und dementsprechend schneller schießt die ganze Zeit beim Bossfight. Das heißt, man ist hier wirklich sehr, sehr schnell fertig, wenn man es genau in der richtigen Rotation macht. Das heißt, wenn ihr jetzt auf 1,8 gebt, dann gebt darauf Acht, wo ich hingehe und was wir als erstes machen, beziehungsweise wo wir als nächstes immer hingehen, denn das hilft euch dabei, das Ganze ganz, ganz simpel abzuschließen. Das heißt, das Wichtigste für den Bossfight ist, wir haben hier einen Button. Diesen Button ist der Special Button, und wenn man ihn drückt, dann fliegen wir in die Luft, dann kommt ein anderer Button und dann haben wir so eine grüne Markierung. Wenn wir nochmal drücken, dann landen wir damit wieder. Ich habe hier das gekeybindet, das heißt, ich habe hier einfach ein Keybind, wo ich hier einfach drauf drücken kann, und dann kann ich das ein bisschen schneller machen. Wäre sich generell zu empfehlen für viele, aber müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen. Und um den Bossfight zu starten, müsst ihr wie gesagt mit der Essenz von Iona einmal reden. Wenn er sich hier anredet, dann können wir ja schon sagen, wir werden euch verteidigen. Und nochmal, ihr müsst hier wirklich sehr auf Zack sein. Das heißt, wenn ihr auch nur ein bisschen schlaft, ist es meistens direkt vorbei. Die meisten brauchen so 3 bis 5 Tries, dann haben sie es eigentlich drinnen und können den easy solo machen. Deswegen hier einmal anreden, Bossfight starten, Special Button drücken, einmal wieder beim Eingang landen, also da, wo wir reingekommen sind. Da schließt sich nämlich dann gleich mal die Tür. Wenn die Tür zugegangen ist, könnt ihr hier eine Teerfalle hinlegen, Blizzard oder sonst irgendwelches los, wenn ihr darüber verfügt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und dann können wir hier erstmal unsere CDs ziehen und versuchen, so schnell es geht, alles zu killen. Inklusive dem großen Roboter, der hier spawnt. Der sollte down gehen. Wenn dieser down ist, Special Button drücken. Dann entweder hier unten einmal auf dieser Kante hier landen oder ihr könnt direkt auf die Kante oben drücken. Wenn ihr hier unten auf dem Wind landet, dann werdet ihr nach oben geschossen.
oben angekommen, sollte hier ebenfalls gleich wieder ein Roboter spawnen. Da kommt er auch schon. Einmal Teufelslord killen, als auch den Roboter selber. Wenn ihr wieder Cooldowns habt, könnt ihr die hier nochmal benutzen. Wenn wir den hier down haben, dann können wir hier in der Mitte einmal runterspringen oder den Special Button benutzen, eins von beiden. Dann können wir hier unten einmal die ganzen Hunde killen, die hier sind. Wenn wir die Hunde hier alle down haben, man sieht schon, die sterben so derart schnell. Ist auch nicht so schlimm, wenn die da ein bisschen reinhauen oder so. Dann können wir einmal hier unten hingehen. Hier unten killen wir dann wieder 2-3 Hunde, brauchen wirklich nicht viele. Und wenn wir das gemacht haben, dann schießt Eona hier die restlichen tot. Und wir gehen in der Mitte auf so eine Knospe. Wenn wir mit der Knospe hier einmal reingegangen sind, dann können wir hier den Inquisitor killen. Gehen einmal auf die Seite und klicken hier alle 4 von diesen Kristallen an. Und zwar habt ihr hier so lange Zeit, bis ihr hier, bis die Castbar von der Paraxis voll wäre. Das heißt, wenn ihr hier drauf achtet, ist hier eine Castbar unter eurer Minimap bei der Paraxis. Wenn diese voll ist, dann seid ihr tot, dann ist es Wipe. Das heißt, so lange habt ihr Zeit, diese Kristalle hier einzusammeln. Also wir collecten die alle und wenn wir die alle gesammelt haben, dann kommt noch eine Castbar und diese Castbar steht eigentlich nur dafür, dass wir innerhalb dieser Zeit die Paraxis verlassen müssen und zwar hier reinigen. Jetzt gehen wir also hier raus, schauen als nächstes, was hier gerade ab ist, denn hier kann mehreres Verschiedenes passieren. Entweder sind hier gerade Hunde, dann tötet ihr diese, sind diese nicht da, dann fliegt ihr hier einmal weiter und zwar zum Roboter auf der anderen Seite und schaut, dass ihr auf jeden Fall den Roboter zuerst down kriegt, der Rest ist relativ egal, wenn ihr es nebenbei umkliefen könnt, sehr gut, wenn nicht, auch nicht schlimm. Und dann killt ihr alles, was noch hier drüben ist und habt ihr das down, dann sehen wir schon, da explodiert einmal der Kristall, der rote Debuff auf uns, der ist nämlich auch ein Wipe-Grund hier. Dann gehen wir hier auf die andere Seite nochmal rüber und killen noch die restlichen Hunde, die gerade mit am Start sind. Das heißt, jetzt ist eigentlich nur so ein Aufräumen gerade von allem, das noch da ist. Wenn ihr nicht wisst, wo die Mobs gerade spawnen, dann braucht ihr nur auf der Minimap auf die grünen Kristalle achten. Die zeigen euch nämlich an, wo gerade die Spawns der Gegner sind. Dann können wir hier noch ein bisschen was killen, aber wir sehen schon, immer wenn die Leiste hier voll ist von Eona, dann schießt sie automatisch. Das heißt, sie killt alles, was noch am Leben ist. Wenn da jetzt mehrere Mobs am Leben waren, zum Beispiel wie jetzt gerade, dann habe ich hier automatisch schon wieder 80%. Das heißt, wir müssen noch einmal 20% sammeln und dann wäre Eona hier auch schon tot. Jetzt sehen wir, neuer Kristall ist gespawnt. Das heißt, hier unten kommen gleich Mobs raus. Jetzt wäre wieder besiegelter Untergang. Der ist uns jetzt allerdings egal, denn der Boss sollte jetzt eigentlich gleich down gehen. Jetzt müssen wir uns nur ein bisschen ranhalten gerade. Da spawnen nämlich hier nochmal ein paar Mobs raus gleich. Da könnte man auch wieder slowen und so weiter. Ihr seht schon, jetzt werden wir gleich wieder nach oben genockt. Und wenn wir die hier besiegt haben, sehen wir schon, jetzt sind wir schon bei 88%. Ansonsten, wenn wir nach oben genockt werden, nicht so tragisch. Können wir noch den ganzen Rest erschlagen, der hier noch so spawnt. Immer regelmäßig eure Cooldowns benutzen, nicht vergessen. Und jetzt sind wir fertig. Lebenskraft wird kanalisiert. Eona schießt und damit ist Eona auch besiegt. Und der Bossfight ist damit auch schon vorbei. Die einzige RNG-Variante, was hier sein kann, ist eigentlich nur, dass anstatt, wenn wir das erste Mal vom Schiff runterkommen, dass wir nicht hier auf die Seite rüber müssen, also hier komplett rüber, wo der Roboter spawnt, sondern dass wir zuerst zur Essenz von Eona selber laufen. Das ist dann, wenn ihr seht, dass so ein ganzer Pack Hunde hinten dran hängt, der sie gerade verprügelt, dann killt die zuerst, dann braucht er nämlich gar nicht zum Roboter rübergehen, dann ist nämlich die Leiste schon voll und dann schießt sie automatisch den Roboter nieder. Wir in dem Fall haben jetzt relativ clean gespielt, das heißt, sie hat 91%. Mit dem Krieger geht es natürlich ein bisschen schneller, weil er mehr Mobility hat. Wobei, eigentlich ziemlich gleich Mobility wie bei den anderen Klassen auch heutzutage. Man hat ja eigentlich eh überall irgendwas, um ein bisschen schneller voranzukommen. Sei es halt eine Sprintfähigkeit, göttliches Ross als DK, der früher eigentlich einer der langsamsten Klassen war. Hat man mittlerweile auch schon Geisterwandlung und unaufhaltsamer Tod. Als Hexenmeister kann man sich seinen Port irgendwo cool stellen, beziehungsweise sein Gateway irgendwo stellen. Und ansonsten verfügt man ja eh über die Brandung des Lebens. Im LFR, NHC und HC könnt ihr das Schiff, das oben fliegt, eigentlich komplett ignorieren. Das ist nur eine Mythic-Mechanik, wo ihr euch nach oben teleportieren müsst und wo ihr dann auch noch hier die 4 Kristalle anzuklicken habt. Im LFR, NHC und HC könnt ihr ganz einfach die ganze Zeit hin und her fliegen und alle Mobs killen, die dort spawnen. Da dürftet ihr euch definitiv leichter tun. Da braucht ihr nicht genau das nachmachen, was ich hier gerade gezeigt habe. Das Wichtigste wäre nur, dass er die großen Roboter immer bevorzugt, denn die machen am meisten Schaden an Eona und ansonsten die ganzen restlichen Mobs killen, wenn sie zu nah an sie rankommen. So, der Loot befindet sich dann hier vor der Essenz und um wieder rauszukommen, könnt ihr entweder den Weg zurücklaufen oder mit Eona selber reden und könnt hier auswählen, schickt mich zurück nach Antorus.
Wenn wir das gemacht haben, kommen wir hier beim Portal wieder raus, können einmal aufmounten und jetzt könnt ihr ganz einfach hier mit der lichtgeschmiedeten Kriegspanzerung reden. Diese bringt euch nämlich zum Teleporter, wo wir zum oberen Wing kommen, um hier die letzten paar Bosse zu besiegen. Das heißt, einmal anlabern, dann sehen wir schon, machen wir so einen kleinen Rundflug und dann landen wir hier unten, wo man dann normalerweise auch hingeht, wenn man die Skip-Quest bereits abgeschlossen hat. Das heißt, habt ihr diese Skip-Quest schon abgeschlossen, dann könntet ihr ja direkt hier vorne hinlaufen und könntet euch einfach schon zum brennenden Thron teleportieren. Wie in meinem Fall, ich habe die Quest schon, das heißt, ich könnte mich weiter teleportieren. Habt ihr das noch nicht gemacht, dann müsst ihr hier erstmal zu der Auslass. Hier die Cutscene könnt ihr skippen und dann kommen wir hier zum Auslass mit dem nächsten Boss und das ist hier Imona, der Seelenjäger. Damit dieser kommt, seht ihr schon, müsst ihr nur ein bisschen nach vorne laufen, der landet nämlich eigentlich hier gleich. Aber wenn er hier ein bisschen nach vorne läuft, dann seht ihr gleich, dann geht hier das Tor zu und da vorne kommt ein Schiff. Und da müsst ihr nur ganz kurz warten, dann sollte er hier hinter euch einmal landen. Der gute Imona ist ein sehr einfacher, aber etwas nerviger Encounter, gerade in der mythischen Variante. Denn im NHC und HC fliegt er nur zweimal hin und her, in der mythischen Variante fliegt er allerdings viermal hin und her. Das heißt, in dem Falle, wenn wir ihn hier pullen, dann können wir hier einfach direkt reinhauen. Und wenn wir hier reinhauen, dann können wir hier einfach schauen, dass wir ihn schnellstmöglich runterdamagen. Das ist jetzt erstmal nicht allzu wichtig, aber es erspart euch halt ein paar Debuffs, die euch eigentlich mehr Schaden geben würden. Dann sehen wir schon, wenn er einen kleinen Prozentsatz erreicht hat, fliegt er auf die andere Seite und jetzt gilt es, auf die andere Seite rüberzukommen. Berührt er so einen grünen Kreis hier, sehen wir schon, dann sind wir für 8 Sekunden oder 7,5 Sekunden rausgenommen. Berührt ihr einer der grünen kleinen Minen, werdet ihr etwas gekickt und kriegt ein bisschen Damage. Und ihr habt hier im HC auch noch einen Wind, gegen den ihr anlaufen müsst. Die grünen Kügelchen hier, die sind euch relativ egal, da könnt ihr einfach durchrennen. Ansonsten, wenn ich über Mobility verfügt oder überhaupt Hexenmeister seid, könnt ihr euch hier ein Gateway stellen und könnt das natürlich ganz, ganz simpel nutzen. Ansonsten versuchen irgendwie am Rand vorbeizugehen und schnellstmöglich zu ihm zu kommen. Wenn wir bei ihm sind, einmal hier den Großbrand unterbrechen. Das heißt, ihr müsst euch hier ein bisschen ranhalten, dass er natürlich rechtzeitig rüberkommt. Ihr stackt hier so einen Buff, das halt immer mehr und mehr Schaden macht. Das ist uns aber mehr oder weniger egal. Ansonsten pumpen wir hier ganz einfach wieder rein in ihn. Die Markierungen, die wir hier kriegen, die sind uns auch egal. Das macht alles so gut wie keinen Schaden. Ihr könnt natürlich aus diesen Minen und so weiter rauslaufen, ist jetzt aber nicht unbedingt ein Muss. Jetzt müssen wir ihn hier nur runterspielen. Dann sehen wir schon, dann fängt er schon wieder an zu fliegen. Jetzt legt er hier neue Minen. Die alten bleiben natürlich bestehen, zumindest in der mythischen Variante. Sehen haben wir die Linien, wenn wir durchlaufen, kriegen wir Damage. Die kleinen Minen, wenn wir reinlaufen, kriegen wir einen stapelbaren Debuff. Der macht jetzt nicht allzu viel Damage, aber wenn ihr Probleme habt hier mit dem Überleben, solltet ihr da natürlich nicht reinlaufen. Und die Kugeln, die slowen euch auch, wenn sie euch tatsächlich treffen. Das heißt, ihr müsst schauen, dass ihr vielleicht den Kugeln ausweicht, wenn ihr es halt mit Mobility ein bisschen schwerer habt. Ansonsten, der Wind drückt euch natürlich nicht runter, wenn er irgendwo hier dabei steht. Dann könnt ihr euch hier ganz sicher fühlen. Wenn ich allerdings hier stehe, kann ich natürlich von der Plattform fliegen. Jetzt gehen wir als nächstes hier wieder an ihn ran. Großbrand einmal unterbrechen. Nächstes Set an Cooldowns anmachen oder einfach wieder ganz normal Schaden verursachen und wieder ready machen, bis er gleich das nächste Mal auf die andere Seite rüber segelt. Solltet ihr gerade Probleme haben mit zu vielen Debuffs, weil ihr in alle Bomben reingerannt seid oder sonstigen HP-Problemen, dann hättet ihr hier natürlich nochmal Zeit, dass er ein bisschen wartet, dass er hier ein bisschen HP regeneriert. Ansonsten sehen wir schon, er segelt schon wieder los. Das heißt, wir machen uns auch auf. Jetzt legt er nochmal so ein neues Set an Minen bzw. an diesen Stun-Bomben hier am Boden. Und da können wir natürlich wieder schauen, dass wir halbwegs ausweichen, wenn es denn geht. Ich benutze hier gerade mit Absicht keine Mobility, einfach nur um das ein bisschen zu demonstrieren, dass sich das locker ausgeht, wenn man hier nicht allzu viel benutzt. Ansonsten, ich charge hier nur ganz am Ende nochmal ran, weil das ist eh schon vorbei. Und dann wieder Damage machen und wieder warten, bis er das nächste Mal auf die andere Seite fliegt. Und wenn man bisher nichts ausgelöst hat, weil man wirklich kompletter Movement-Gott ist, dann kann es natürlich sein, dass hier wirklich dann alles randvoll ist, einfach bei dem Boss selber. Denn jetzt fliegt er im Mythic nochmal das letzte Mal rüber. Und ja, da kann es dann schon vorkommen, dass hier so viele Bomben am Boden liegen, dass man sich wirklich sehr schwer tut, da vorbeizukommen. Und der Wind, der macht es natürlich auch nicht unbedingt einfacher, dass man hier an allem dran vorbeikommt. Wenn man es aber schafft, dann kann man hier wirklich sehr, sehr clean durchlaufen und tut sich nicht allzu schwer, hier den Boss hier zu besiegen. Nochmal ein letztes Mal an ihn ran, einmal kicken und in der mythischen Variante war es das hier mehr oder weniger für ihn. In der NHC und HC Variante oder überhaupt im Schlachtzugsbrowser wäre natürlich in dem Falle schon lange dauern, weil da fliegt er nur zweimal hin und her, normalerweise bis 66 und 33% ab und zu macht das früher komischerweise, aber
Wie zum Beispiel hier sollte auch nochmal bei 25% oder 20% um den Dreh gleich machen. Und dann haben wir den Bossfight hier hinter uns. Und jetzt bleibt uns eigentlich gar nicht viel übrig, außer geradeaus zu laufen. Denn wenn wir die Karte aufmachen, man kann hier nicht falsch laufen. Ihr braucht hier wirklich nur komplett geradeaus laufen, bis er bei Kin'Garoth ankommt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Roboter hier vorne töten. Das müsst ihr nicht, ihr könnt nämlich einfach zwischen denen auch durchlaufen. Und damit sind wir eigentlich beim leichtesten Boss hier drin. Und der gute ist Kin'Garoth. Kin'Garoth können wir eigentlich direkt pullen. Der dauert nämlich ein bisschen, hat ein bisschen mehr HP. Ihr könnt hier nicht vorne runterfallen, also keine Sorge, wobei nicht können ist nicht richtig, denn wenn man den Boss noch gar nicht gepult hat, also er noch nicht infallt ist und man Shadow Steppt, dann fällt man einfach in den Tod. Habe ich nur mal gehört, natürlich ist mir nicht selber passiert. Aber ihr könnt hier sonst einfach rangehen und ihr könnt, wie gesagt, da vorne nicht runterfallen. Könnt wirklich komplett an ihn rangehen, dann werdet ihr nämlich auch von den Bällen hier nicht gehittet. Ansonsten Damage verursachen so viel wie geht. Der Zerrütter macht selbst in der mythischen Variante hier absolut keinen Schaden mehr. Da könnt ihr auch einfach drinnen stehen bleiben. Und nach einer kurzen Zeit shieldet er sich. Und wenn er sich shieldet, dann sehen wir hier schon, kommen hier Roboter auf der Seite. In der mythischen Variante sind es überhaupt drei, die man besiegen kann. In den anderen Versionen kann es sein, dass ihr überhaupt nur einen besiegen könnt. Und die haben hier einen Debuff am Anfang, dass sie mehr Damage kriegen. Ihr solltet diese besiegen, denn wenn wir so einen killen, dann verliert er in der Mitte auch Prozent. Solltet ihr allerdings zu langsam sein, hier hin und her zu kommen, keine Sorge, die Roboter kommen ganz einfach zu euch. Sie haben dann nur einfach diesen Damage-Debuff nicht mehr, der aber auf der Maximalstufe überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil man sieht ja schon, ich mache hier einmal Toben und der hat irgendwie 50% verloren, deswegen braucht ihr euch da nicht wirklich Sorgen machen. Ansonsten müsst ihr nur warten, bis das Schild hier wieder ausgelaufen ist und dann könnt ihr ganz einfach wieder in ihn Damage machen. Das heißt, auch wenn ich den Roboter hier zum Beispiel gar nicht anrühre, kann ich hier einfach warten, der bleibt mich auch und dann könnte ich hier einfach cleaven, das heißt AOE-Schaden verursachen. Und selbst jetzt, wenn der Roboter stirbt, verliert er trotzdem noch HP. Das heißt, es ist nicht wirklich tragisch, sollte da einer dieser Roboter stehen bleiben. Die wirken zwar hier so Fähigkeiten, aber das macht halt alles keinen Schaden mehr. Ansonsten einfach immer weiter und weiter den Boss hier durchturnen. Er macht hier den Tank-Hit, der stackt immer mehr hoch und macht eigentlich immer mehr Schaden, aber das stackt auch nicht hoch genug, dass es irgendwie riskant werden würde. Er stellt hier immer so orange... Ja, sieht aus wie das Tweenie-Eis, aber es sind so orange Stäbchen am Boden, die dann auch nochmal Schaden verursachen würden. Aber auch das ist uns hier egal. Man sieht schon drei Debuffs, 600% mehr Schaden und wir haben einfach keinen HP verloren. Das heißt, da brauchen wir uns absolut keine Sorgen machen, dass das irgendwann zum Verhängnis werden sollte. Ansonsten, das Schild kommt immer, wenn er 100% Energie erreicht. Das heißt, wenn ihr euch daran orientieren wollt, wann das nächste Mal ein Add kommt, könnt ihr einfach hier auf die Energie schauen. Sind wir jetzt gerade bei 80 Energie, das heißt, wenn er gerade für am Anfang Zerrütten castet und schon bei 100 Energie ist, dann kommt es natürlich nach dem Zerrütten cast. Ansonsten, wenn er hier jetzt die 100 Energie erreicht, dann geht er gleich wieder in seinen Abschirm rein. Da könnte man also schon vorher zu einem dieser Roboter laufen, wenn man weiß, dass man damit ein bisschen leichter ihm Schaden zufügen kann. Wenn wir schon sehen, jetzt hat er 96, 97, 98 und jetzt könnten wir zum Beispiel schon hier rüber gehen, weil jetzt geht er in das Schild. Dann kommt hier gleich der Roboter raus und dann hat er auch noch hier die Debuffs voll. Und dann können wir hier ein bisschen leichter vielleicht noch Schaden verursachen, weil er dann gleich 4% verliert jedes Mal, wenn einer dieser Roboter stirbt. Sonst die Kugeln, die würden normalerweise zurücknocken, aber man sieht schon, die machen einfach keinen Schaden, selbst wenn ich in jede einzelne reinlaufe. Man bedenkt, dass das vorher mal ein One-Hit war. Aber jetzt ist es hier auch schon komplett egal. Und können hier noch die restlichen Roboter erledigen. Ansonsten beim letzten geht es sich eh schon fast nicht mehr aus, weil sein Cast läuft hier nur noch 12 Sekunden. Können wir mal versuchen, ob wir den gerade noch down kriegen, aber der kommt eh schon wieder voran. Das heißt, das sollte man nicht unbedingt wie ich halt Mobility wasten, sondern einfach irgendwo in der Nähe stehen bleiben, dass man sich ein bisschen leichter tut, den Boss dann gleich wieder zu erreichen, damit es dann nicht irgendwie zu Problemen kommt, falls er irgendwie so ein ja, Max Range Enrage Mechanik hat, die aber normalerweise auf 60 auch keinen Damage mehr machen dürfte. So, wenn wir den haben, zack, dann fällt er hier in sich zusammen, könnt ihr reinloten, hier wird dann die Tierset Huntry droppen, wie wir zum Beispiel sehen, einmal Priester, einmal Hexenmeister, also auch Relikte und ein Schmuckstück. Dann einfach nur ein Stückchen zurück hier, wirklich nicht weit, da sollte dann ein Teleporter stehen und mit diesem geht es dann hier weiter und zwar zu zum brennenden Thron. Auch hier, Video können wir wieder skippen und auch hier, der Trash ist größtenteils skippbar, denn diese Titanenabkömmlinge, die hier durch die Gegend stolzieren, da könnt ihr ganz einfach dran vorbeilaufen. Den einzigen, den ihr töten müsst, das ist Tanef, das ist der ganz vorne an der Spitze steht. Wenn ihr diesen nicht tötet, dann geht nämlich hier hinten auch gar nicht erst das Tor auf. Das heißt wirklich schauen, dass er den auf jeden Fall hier einmal umhaut. Der zündet euch normalerweise mit so einem Debuff an, wenn ihr alleine drinnen seid, müsst ihr euch darüber aber auch keinerlei Sorgen machen, dass er den irgendwie weiter verbreitet. Und dann sehen wir schon ganz geradeaus, steht er schon hier sehr imposant, der gute Akramar, sieht sehr, sehr cool aus, aber
Der steht noch nicht auf dem Programm. Zuallererst steht noch Varimatras am Programm. Und den finden wir, indem wir einfach hier geradewegs einmal in dieses Loch hier reinspringen. Das heißt, den Trashy können wir wieder skippen und wir könnten hier einfach direkt nach unten springen. Und wenn wir hier unten angekommen sind, dann finden wir hier den guten Varimatras und den können wir auch direkt pullen, denn auch der ist ein sehr, sehr einfacher Boss. Das ist wirklich nur ein Damage-Encounter. Normalerweise würden hier so Ads kommen, wenn man nicht in Range steht oder wenn man zu weit weg ist von ihm. Das ist uns hier aber ehrlich gesagt alles egal, weil das so derart wenig Schaden macht mittlerweile alles. Und wir eigentlich gar nicht auf Range kommen. Wenn wir nur alleine drinnen sind, dann stehen wir eh in ihm. Er stellt hier so Pulls, die ein bisschen Damage ticken, aber man sieht schon, auch das 59 Schaden, da brauchen wir uns nicht mal rausbewegen. Das ist einfach zu wenig, als dass es halt den Movement-Cooldown in dem Sinne überhaupt wert wäre. Er knockt uns hier einmal raus und wenn er uns rausnocken würde, würden wir hier so diese Abkömmlinge von ihm erschaffen, jedes Mal, wenn es halt ein bisschen weitergeht. Aber entweder tötet man sie nebenbei oder man ignoriert sie einfach komplett. Wir sehen, ich habe mit 30% angefangen und ich heale mehr, als er Schaden verursacht. Das heißt, da braucht ihr euch in dem Sinne auch keine Sorgen machen. Ihr müsst ihn auch sonst nicht aus irgendwas rausziehen oder sonst irgendwas, sondern das war vorher schon nur ein Fight, wo man einfach ruhig dasteht und einfach komplett durchdpsen kann. Jedes Mal, wenn dieser Pfeil kommt, dann fliegen wir ein bisschen. Wenn ihr es ein bisschen ausspielen möchtet, könnt ihr natürlich den Boss nehmen und ihn einmal so ziehen, dass er hier irgendwo mit dem Rücken an die Wand steht. Dann besteht natürlich gar nicht erst die Gefahr, dass er überhaupt zurückfliegt, sondern ihr bleibt halt einfach direkt hier an der Wand hängen. Dann tut er euch auch nochmal leichter, wenn ihr vielleicht Caster seid oder sonstiges, dass er den Boss in der mythischen Variante zumindest an die Wand ranzieht. Im NAC und HC solltet ihr auch hier wieder keinerlei Probleme haben. Da soll es wieder sehr, sehr easy gehen. Da braucht er in dem Sinne eigentlich so gut wie gar nichts beachten. Der stirbt eigentlich viel schneller, als er da irgendwas anbringen kann an uns. Dann, wenn wir den guten Varimatras down haben, dann geht es weiter zu den Shivara. Und auch die wurden angepasst, damit man die leichter solo legen kann. Und um zu denen zurückzukommen, müssen wir jetzt nicht da, wo wir runtergefallen sind, sondern wenn wir Karte wieder aufmachen, sehen wir hier wunderschöne, die Stiegen nach oben gehen. Das heißt, wenn wir hier einmal nach drüben speeden und die Stiegen einmal nach oben verfolgen, dann ist hier einmal eine Tür und direkt dann sehen wir auch schon die nächsten, und zwar die Shivara, den Zirkel der Shivara, den wir hier als nächstes besiegen können. Auch das, sehr, sehr simpler Bossfight. Die können eigentlich gar nichts, was uns Schaden zufügt. Und wenn man alleine hier drinnen ist, muss man sie nicht auseinanderziehen. Wenn ihr mit zwei Spielern drinnen seid, dann müsst ihr die Bosse auseinanderziehen. Das heißt, sie dürfen nicht nebeneinander stehen, ansonsten haben sie nämlich ein Absorb-Schild auf sich. Wenn ihr allerdings alleine drinnen seid, dann spielt das keine Rolle. Einfach nebeneinander tanken, ganz Zeit Schaden verursachen. Alles, was die hier an Fähigkeiten haben, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Die ganzen Debuffs und Co. machen alle keinen Schaden mehr. Sie würden dann immer wieder die Pein von einem der Titanen casten. Das wäre zum Beispiel Pein von Kaskorov. Kommt als erstes bei mir in dem Fall. Ansonsten ist hier so eine Fläche, wo man sich reinstellen sollte in den Wind. Aber man sieht schon, selbst wenn ich außerhalb stehe, das tickt für gar nichts. Wenn ihr wirklich Probleme habt, hier in den Wind einmal reinstellen, in diese leuchtenden Flächen reinstellen. Und ja, die ganzen Abkömmlinge mit Pein von Norganon, Pein von Kaskorov und so weiter, das könnt ihr alles ignorieren. Das sind dann einfach nur Ads, die irgendwo am Rand entlang spawnen. Und wenn die gespawnt sind, dann machen sie einen Feuerstrahl, einen Blitz, einen tickenden Debuff oder sonst irgendwas. Aber das macht alles sowas von derart keinen Schaden mehr, dass ihr das eigentlich getrost ignorieren könntet. Solltet ihr wirklich aus welchen Gründen auch immer Probleme haben, dass er zu viel Schaden macht, könnt ihr jederzeit diese Abkömmlinge besiegen. Die stehen nämlich einfach am Rand entlang und bleiben dort auch stehen. Ihr könnt zum Beispiel bei Pein von Kaskorov, was bei mir als erstes kommt, könnt ihr sogar so stehen, dass euch gar nicht trifft. Oder alternativ natürlich einfach umhauen oder ignorieren. Ignorieren ist, glaube ich, das, was die meisten hier dann machen. Und ansonsten einfach die DPSen, bis der Boss hier schlussendlich down ist. Seht schon, bei mir dauert der Bosskampf ein bisschen länger wie beim Krieger hier, 4%. Die Wände zum Beispiel waren vorher auch One-Hit, das macht jetzt absolut keinen Damage mehr, wenn man da drinnen steht. Das heißt, wie gesagt, man kann ja alles ignorieren. Sollte man Probleme haben, kann man die oben hauen. Das gleiche gilt für die Wände, die brauchen ganz kurz, dann sind die nicht mehr immun gegen Schaden, sondern dann kann man ihnen Schaden zufügen und dann despawnen die auch nochmal. Aber alles in allem ein wirklich sehr, sehr simpler Bosskampf. Dann, hier hätte ich zum Beispiel Gelachs, das wäre zum Beispiel die Kriegerschultern, hätten wir in dem Fall die Schultern bekommen. Dann geht es hier einmal weiter und zwar sehen wir hier schon die Stiegen einmal rausgehen. Da geht es einmal raus und dann biegen wir hier auf die rechte Seite ab, können hier einmal an den
zwei Succubus hier vorbeilaufen. Und dann geht's geradewegs zu unserem Boy, dem guten Agramar. Da können wir auch hier auf die Weltenseele einmal klicken und da sehen wir hier den nächsten Weg. Da geht's nämlich eh nur geradeaus. Sobald wir hier vorne angekommen sind, dürfen wir auch aufmounten und den Trash-Mob hier, den dunklen Hüter Aedis, den können wir da skippen. An dem können wir nämlich ganz einfach am Rand entlang vorbeilaufen, um schlussendlich hier einmal bei Agramar anzukommen. Agramar müsst ihr noch ein bisschen aufpassen, denn der könnte für viele sonst noch ja etwas anstrengender werden, gerade was mit Selbstheilung und Co. angeht, dass er da nicht zu sehr ins Schwitzen geratet. Und damit sind wir auch schon beim vorletzten Boss, und zwar Agramar. Nicht wundern, ich muss hier kurz Charakter wechseln. Ich habe gerade aus Versehen nämlich die zwei Bosse gelegt und erklärt, währenddessen ich komplett gemutet war. Deswegen machen wir das jetzt mit dem Schurken nochmal. Aber sollte genauso simpel sein. Und zwar Agramar selber, müsst ihr nur aufpassen, der teilt nämlich wirklich sehr viel Schaden aus, kann also dazu kommen, dass es ein bisschen ein Survival-Struggle wird. Aber nichtsdestotrotz fangen wir das Ganze jetzt hier an. Das ist nämlich im NHC, HC und Mythic bzw. LFR ziemlich gleich. Ein ganz wichtiger Fakt noch dazu, und zwar, wenn ihr das Ganze zu zweit macht, dann solltet ihr euch bewusst sein, dass Flammenschnitt euch wegkatapultiert von der Plattform. Das heißt, da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr alleine drinnen seid, ist das nämlich automatisch genug. Und es kickt euch so gut wie gar nicht zurück. Gerade im Mythic müsst ihr da wirklich sehr, sehr aufpassen. Ansonsten pullen wir hier gleich mal den Boss und verursachen so viel Schaden, wie es uns nur irgendwie möglich ist, damit wir den gleich mal so schnell es geht nach unten befördern mit den HP und nebenbei gleich mal die nächste Phase aktivieren. Denn die zweite Phase, die wir gleich sehen werden, das ist, dass er sich kurz schildert. Das sehen wir schon, Flammenschnitt, dass der Knockback, wenn wir alleine sind, ist das sehr, sehr minimal. Wenn mehrere Spieler drinnen wären, wäre es halt ein massiver Knockback. Ansonsten schildet er sich, ist hier immun gegen Schaden und dann kommen hier die Ads raus. In dieser Phase müsst ihr schauen, dass er den kleinen Einschlägen als auch den großen hier am Boden ausweicht. Die kicken euch nämlich ebenfalls zurück. Wenn wir hier kurz schauen, kriegen wir ebenfalls einen Knockback. Und die kleinen Feuerelementare könntet ihr nebenbei killen. Wenn ihr sie nicht killt, dann seht ihr hier schon, dass jeder, der ihn berührt, gibt uns einen Debuff hier. Sehen wir hier, lohnende Eruption. Und umso mehr ihn berühren, umso mehr Debuffs natürlich. Ihr könnt das ausspielen, indem er sie natürlich ein bisschen wegzieht und dann hier auf Range killt. Allerdings, wenn er durch die Asche durchläuft, dann kriegt er trotzdem einen Stapel davon. Die stehen auch immer wieder auf, habe ich auch noch vergessen. Um das hier also zu staggern, damit das nicht alles auf einen Schlag kommt, kann man sie hier töten, warten, bis der Debuff ausläuft und dann die nächsten mal reinlaufen lassen. Ansonsten können wir auch zeigen kurz, wenn die alle reinlaufen, kommen natürlich dementsprechend viel Schaden rein. Das heißt, da müssen wir aufpassen. Jetzt kommt wieder ein Knockback hier. Zack. Dann hätten wir hier in dem Fall 5 Debuffs. Jetzt kommt der Willensbrecher, das ist der Tank-Hit. Und diese Combo kommt immer zweimal. Das heißt zweimal Willensbrecher. Der zweite macht natürlich gut Damage. Da sollte dann ein bisschen healen drauf. Und dann hätten wir hier noch einmal den Sturm, wobei da bleiben wir kurz drinnen stehen. Das wäre nämlich ein Desorient, wenn er nicht rauslaufen würde. Jetzt kommt nochmal der Knockback und danach ist er fertig mit der Tank-Combo. Und jetzt hätte der Zeit, euch in irgendeiner Art und Weise wieder hochzuheilen. Je nachdem, über was eure Klasse gerade verfügt, könnt ihr natürlich verschiedene Fähigkeiten benutzen, damit ihr euch hier wieder ein bisschen stabilisieren könnt. Wirklich heftig. Damage macht eigentlich nur der Willensbrecher. Und da sehen wir schon warum, weil wir hier 1000% mehr Damage kriegen oder 500% nach dem ersten Hit. Da müsst ihr dann halt ein bisschen aufpassen. Ansonsten pumpen wir hier wieder ein bisschen rein. Wenn wir das gemacht haben, dann sehen wir schon, er switcht hier wieder in der Phase. Dann können wir uns hier weiterhin healen. Und dann kommen hier wieder die zwei nächsten großen Ads. Das heißt hier auch wieder, die zwei Ads einmal töten. Wieder aufpassen, dass wenn die sterben, kommt hier so ein Mega-Einschlag am Boden. Da wollen wir natürlich nicht drinnen stehen. Sonst fliegen wir hier wieder durch die Gegend. Und dann, wenn er wieder frei ist, gehen wir wieder direkt zu ihm. Schauen, dass wir ihn hier vielleicht ein bisschen zurückziehen, damit nicht alle Feuerelementare wieder direkt reinlaufen. Können die auf dem Rand rausziehen und dann ballern wir hier wieder Damage und können eventuell zum Beispiel dafür sorgen, dass wir hier die Kleinen so nebenbei killen, wenn es gerade geht. Dann können wir dafür sorgen, dass wir einfach nicht so viele Debuffs gerade kriegen. Das heißt, mit Magie zum Beispiel Blizzard hinten hinlegen als Hexenmeister, vielleicht ein Feuerregen oder so irgendwas, dann sterben die nämlich einfach die ganze Zeit immer nebenbei. Ansonsten könnte man ihn auch ein bisschen wegziehen, damit wenn die spawnen, damit man ein bisschen mehr Zeit zum Reagieren hat. Muss man jetzt aber nicht, wie gesagt, das ist alles nicht so derart wichtig. Ich erkläre es nur ein bisschen ausführlicher für den einen, der sich da eventuell ein bisschen schwerer tut. Ansonsten sehen wir schon, dann kann das hier auch stunnen hier, sengende Bindung. Kriegen wir den Desolent, mit Cloak könnten wir den zum Beispiel hier ausspielen. Ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber nur zum Zeigen. Und dann
wird hier wieder Flammenschnitt kommen. Dann kommt hier wieder der Willensbrecher. Willensbrecher geht wieder massiv auf die Fresse. Hier sind wir schon 43%. Jetzt gibt es noch einen Big Hit von dem hier. Und jetzt würde in dem Fall wieder so gut wie keinen Schaden machen. Das heißt, jetzt hätte ich wieder Zeit, mich hier zu stabilisieren, mich wieder hochzuregen. Und dann kann ich mich hier wieder ganz, ganz leicht toppen. Wenn ich zum Beispiel alle meine Heals benutze, sehen wir, sind wir eh direkt wieder komplett full geheilt. Und dann haben wir hier eigentlich so gut wie keine Probleme. Und der gute Agrama ist down. Und hier gibt es dann die Tierset-Köpfe. Damit bleibt jetzt also nur noch der Endboss offen, das ist Argus selber und dafür müssen wir uns einmal nach oben teleportieren und zwar indem wir hier mit Magni Bronzebart reden. Machen wir das, kommen hier zwei Cutscenes, können wir einmal skippen, können wir zweimal skippen und dann sind wir direkt hier bei Argus der Zerrütter und dem Endboss vor dem Schlachtzug hier. Für Argus sei gesagt, er macht im LFR, NHC und HC eigentlich so gut wie keinen Schaden und er hat eine Bonusfähigkeit, die in der mythischen Variante gar nicht kommt. Die Bonusfähigkeit ist, dass er zwischen 60 und 40%, wenn er zu wenig Schaden verursacht, sich ab und zu aufsplittet und dann stehen hier rundherum einmal so kleine Adds und diese Adds haut er um, dann geht es wieder mit ihm weiter. Für alle anderen gilt, wenn er ihn im LFR, NHC und HC genug damaget, könnt ihr sogar komplett alle Phasen skippen und könntet ihn teilweise so schnell umhauen, dass er einfach stirbt und gar nicht mal überhaupt in die zweite Phase dann geht. Das ist sogar möglich im, wie gesagt, LFR, NHC und HC. In der mythischen Variante sehr, sehr unwahrscheinlich, aber da schauen wir uns jetzt noch die restlichen Mechaniken an, die der Gute hier vorzuweisen hat. Als erstes sei gesagt, der Boss macht wieder relativ gut Schaden. Das heißt, ihr müsst natürlich schauen, dass er den relativ gut pumpt. Denn umso länger er in der Phase bleibt, umso öfter wirkt der Sensenschwung. Umso öfter er Sensenschwung wirkt, umso mehr Schaden macht er. Das sehen wir schon, 250% schon für den ersten Hit, dann 500 zweiter, 750 nächster und so weiter und so fort. In der mythischen Variante gibt er uns ja auch noch den Debuff am Boden. Der spielt gar keine Rolle. Was er noch macht, das ist einmal den Todeskegel, den werden wir gleich wahrscheinlich noch sehen. Und der Todeskegel, das ist einfach so eine blaue Fläche am Boden und da solltet ihr dann nicht drinnen stehen. Alles in allem sind die restlichen Fähigkeiten, wenn er noch über 40% hat, eigentlich ziemlich egal. Wir müssen ihn nämlich in der mythischen Variante erstmal 40% spielen, damit wir in die zweite Phase kommen. Und in der zweiten Phase, da wird es dann eigentlich erst interessant, denn da ist es dann eigentlich auch möglich, dass man wiped. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten die Blitzphase, was wir da außen gerade gesehen haben, nicht in den Blitzen drinnen stehen. Und den Sensenschwung können wir eh nicht ausspielen. Der Avatar von Agrama, was wir hier als Buff kriegen, der war damals nur dazu da, um diese Explosion zu soaken. Das können wir komplett ignorieren. Und die Klingen, die hier vorbeifliegen, könnt ihr ausweichen, ist jetzt aber auch kein Must-Have. Wenn wir zum Beispiel sehen, wenn wir hier drinnen stehen, das macht auch so gut wie keinen Schaden. Ansonsten spielen wir ihn jetzt hier ganz fix in die letzte Phase. Also in die Phase, die eigentlich dann interessant ist, nochmal für alle Schwierigkeitsgrade. Das heißt, wenn ihr hier 40% erreicht, dann geht er in der mythischen Variante automatisch hier in die Phase. Im LFR, NHC und HC könnt ihr teilweise so viel Schaden machen, dass er gar nicht in die Phase geht und einfach umfallen würde. Dann könnt ihr ja alles ignorieren. Ansonsten müsst ihr hier kurz warten und zwar so lange, bis er euch einmal umhaut, denn ihr könnt euch dann hier wieder wiederbeleben. Genau, haben wir kurz gewartet, dann killt er uns hier mit den Spikes. Im Mephix sieht es rot aus, im HC, im NHC und LFR wäre es dann blau. Und dann wären wir hier ganz kurz tot, können allerdings noch nicht freilassen. Die gute Eona, die stellt uns hier gleich so ein grünes Bäumchen auf. Und wenn wir dann freilassen, dann können wir als Geist in dieses Bäumchen reinlaufen, um uns wieder zu beleben. Sehen wir zum Beispiel jetzt, das kommt hier. Zack, einmal so riesengroß und dann wird so ein kleines Bäumchen einfach da hinten. Und dann können wir hier einmal freilassen. Sollten nicht in diese kleinen Schaddinger reinlaufen. Warum, kann ich euch zeigen. Zack, die knocken euch weg und die slowen euch dann hier. Und wir sehen auch schon, er castet hier Ende allen Seins. Und das müsst ihr unterbrechen. Wenn das durchgeht, seid ihr tot. Das heißt, wir beleben uns einmal wieder. Dann kicken wir ihn hier. Und damit sind wir in der letzten Phase. Im HC, NHC und Co. wäre er jetzt auf niedrigerem Prozentsatz. Im Mythic startet er hier automatisch immer mit 60%. Ihr nehmt den Boss, zieht ihn einmal hier an den Rand hinaus. Ganz wichtig, dass er hier am Rand dabei steht. Dann tut er euch nämlich leichter, dass er den hier dann solo macht. Und ansonsten gilt es jetzt einfach nur die ganze Zeit Schaden zu verursachen und wirklich darauf zu achten, dass er hier ein bisschen weiterzieht. Und wenn eins dieser roten Orbs kommt, dann schaut er, dass er auf jeden Fall das rote Orb direkt killt. Und zwar das hier, das mit den 600.000 HP. Da switcht er einfach drauf und schaut, dass er das so schnell es geht einfach aus dem Leben ballert. Denn ansonsten wird das hier riesengroß und ihr habt irgendwann keinen Platz mehr zum Stehen.
Wenn es down ist, einfach ein bisschen rausgehen. Wenn er länger gebraucht hat, kann es natürlich sein, dass die Fläche größer ist. Die roten Kugeln, die hier die ganze Zeit kommen, die machen Schaden an uns. Und wenn das irgendwie zu viele werden, dann wird das auch ziemlich viel. Der Main Damage kommt allerdings immer noch durch seine seelenreißende Sense. Das heißt, er macht hier immer mehr und mehr Schaden. Sehen wir schon, wir kriegen hier schon ordentliche Schellen mittlerweile rein. Hier wäre es dann gut, dass er irgendwelche Defensives nutzt. Und wenn ihr hier wirklich Probleme habt, den Schaden anzubringen, dann kann ich euch nur empfehlen, Kampf rausstrommeln oder Sonstiges mitzunehmen, damit er euch hier nochmal ein bisschen leichter tut. Wir sehen schon, wir kriegen hier in dem Fall nochmal eine von diesen Orbs. Wir versuchen das Orb wieder zu killen, haben hier mal ein Defensive gezogen, das heißt, wir haben jetzt hier unser Entrinnen einmal drinnen. Und dann versuchen wir ihn hier einfach jetzt aus dem Leben zu ballern, das heißt, jetzt bursten wir einfach nochmal rein, könnt ihr nochmal Cloak benutzen im Falle vom Schurken, haben wir noch ein Defensive und dann ballern wir den Boss hier einfach aus dem Leben. Wie gesagt, hier in der zweiten Phase solltet ihr wirklich alles bereit haben. Solltet ihr noch nicht so weit sein, dass ihr genug Schaden aufbringen könntet, dann lasst den Boss in der vorigen Phase noch über 40% und zögert einfach ein bisschen Zeit raus. Ihr habt dann eh dieses RP-Event und so weiter von 20, 30 Sekunden. Das heißt, da könnt ihr eh nochmal warten. Und wenn er dann in der Phase seid, gerade in der mythischen Variante, und er 60% hat, Kampfrosch an, alle eure Cooldowns an und so viel Schaden wie nur möglich verursachen. Einen Vorteil habt ihr natürlich, wenn ihr eine Tank-Spec spielt oder alternativ eine Spec mit Pet, wie zum Beispiel Hexenmeister, Hunter, dann könnt ihr das nochmal ein bisschen leichter spielen, weil dann habt ihr natürlich dementsprechend defensive Möglichkeiten, beziehungsweise das Pet tankt ja dann einfach die Hits und ihr braucht da in dem Sinne gar nicht drauf achten. Ansonsten steht hier oben dann noch die Kiste. Die Kiste könnt ihr einmal plündern und in der Kiste kann sich dann mit ganz viel Glück in der mythischen Variante das Reittier befinden. Und ansonsten war es das ja auch schon mit Antorus, dem brennenden Thron. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Selbermachen, viel Glück für die zwei Teamwork-Waffen, für die zwei Reittiere, als auch für den ganzen restlichen Transmog, den ihr hier drinnen erbeuten könnt. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, dann wie immer Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Netz zu folgen, alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein, ciao!